In der Nazizeit sollte die deutsche Sicherheit unter anderem durch die Ausweitung des Lebensraums gewährleistet werden. Diese Ideologie hat in den Folgen bekannterweise weite Teile der Welt in Schutt und Asche gelegt. An der Produktion der benötigten Massen von Kriegsgerät und Munition arbeiteten weite Teile der Nation. In sogenannten Munitionsanstalten Munas wurden Bomben und Granaten für die Kriegszüge gelagert. Eine Muna gab es auch im Burgwald bei Frankenberg. Der Ort Industriehof ist heute noch geprägt von der Anlage. Sie wurde 1936 bis 1938 gebaut, war ursprünglich 155 Hektar groß und streng geheim. Die Tarnung war nahezu perfekt. So blieb die Anlage von der feindlichen Luftaufklärung auch bis Kriegsende unentdeckt. Sprengbomben und Flakgranaten wurden hier gelagert und gewartet. Ab 1942 auch Gaskampfstoffe wie die Nervengase Sarin und Tabun. 1945 wurde die Muna vor den amerikanischen Truppen eingenommen. Die meisten Bunker wurden gesprengt. In den unzerstört gebliebenen Gebäuden siedelten sich zügig Industrieunternehmen an. Seit 2006 wird die Geschichte der Muna durch den Kulturverein Burgwald aufgearbeitet und dokumentiert. Im Rahmen des Projekts Bunker der Geschichte wurden Gebäude beschriftet, ein geschichtlicher Rundgang erstellt, vor allem aber ein kleines Museum im ehemaligen Notstrombunker eingerichtet. Zwei Schautafeln im Ort zeigen das ehemalige Muna-Gelände. Viele interessierte Gruppen konnte Bernhard Bock vom Kulturverein bereits durch den Ort führen. Er hat eine Menge Geschichtliches, Augenzeugenberichte und auch Geschichten rund um die Muna auf Lager und kann diese mit Fundstücken und Exponaten aus dem Museum illustrieren. Die Schächte, die Sie in der Erde sehen, da drin wurden die Stromkabel verteilt und dann hier zum Generator und zum Schiffsdiesel gebracht. Die einzige Veränderung, die wir vorgenommen haben, ist, wir haben die Roste draufgelegt. Das war früher offen. Nur mit einem Museum, das ist zu gefährlich, die Leute würden sich die Beine brechen, also deswegen haben wir die Roste draufgelegt. Feldwalzen aus Bombenhülsen aus der Nachkriegszeit sind noch erhalten. Und vor allem ist das Feuerwehrauto von 1939 seit wenigen Monaten nach über 60 Jahren wieder da und steht im Wasserhaus. Also die Anlage hatte ja ein Casino zur Betreuung der Offiziere und sie hatten auch ihr eigenes Servin. Bemerkenswerterweise ist auf der Rückseite das Luftwaffenwappen drauf. Also das hatte jeder Muna, so ein Servin. Und ein Stempel vom Hersteller, nämlich die Firma Utzenreuther von 1941. Zum Kriegsende entwickelten sich die beiden Fronten. Von Osten kamen die Russen, von Westen kamen die Amerikaner und die bereits ausgelieferten Gasbomben kamen alle wieder zur Anlage zurück. Nach dem Krieg habe ich hier ein Schreiben gefunden vom Oberkommando der Wehrmacht. Auf eine Anfrage hier aus der Anlage hin wurde Gott sei Dank entschieden, dass die modernen Gasbomben nicht im Edersee versenkt werden sollten. Wäre es dazu gekommen, hätte es die zweite Katastrophe hier bei uns in der Region gegeben. Im März 1945 hat es einen Angriff gegeben auf Frankenberg. Es wurden zeitgleich drei Bahnhöfe, Kölbe, Biedenkopf und Frankenberg angegriffen, weil man dort die V-Waffen vermutet hat, die man dann später in Bromskirchen gefunden hat. Hier ist nun ein Zünder einer Bombe, die auf Frankenberg abgeworfen worden ist. Sie ist gefunden worden an der Zufahrt zur Bundesstraße 253 bei der Kaserne Frankenberg. Hätten die Bomber, die Frankenberg angegriffen haben, nur eine Sekunde früher die Bomben ausgelöst, hätte es hier zu einer Katastrophe in der Luftmunitionsanstalt geführt.